Hallöchen, meine lieben Freunde und Freundinnen zum großen Zombie-Survival-Spaß hier in The Last of Us. Ja, und wir haben einen Werktisch gefunden. Letztes Mal hat Alice erstmal ihre. Okay, dann mal los. Zum ersten Mal ihre Waffe gefunden. Ich müsste den aufbessern, ne? Kann ich aber nicht mehr. Eine Waffe fehlt mir. Ich kann eigentlich an sich nur. Ich kann so eine Pistolen- oder Langwaffenhalter aktivieren, ne? Machen wir mal Langwaffe. Das heißt jetzt für mich eigentlich was? Ah, das ist das, okay. Sehr cool. Kann ich da durchwechseln? Nice. Nice, nice. Aber sonst ist hier nichts mehr, ne? Nee. Gut, dann geht's weiter. Scheiße, runter, runter. Was machen wir? Gar nichts. Nein. Nein. Da ist ziemlich viel los, weißt du? Was soll's? Nicht kein Essen. Das ist paar Schuhe. Wir haben nichts. Oh Mann. Wir hätten nichts tun können. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Wir zur Brücke. Okay. Ja, den Wagen haben wir doch schon vor der vorletzten Folge gesehen, als wir ins Hotel reingegangen sind. Da haben die auch schon irgendwie jemanden gejagt, ne? Und jetzt wieder. Unschuldige Zivilisten. Einfach nur, um zu gucken, ob die irgendwas dabei haben, was sie brauchen können. Mein Gott. Aber miteinander ist doch immer besser als gegeneinander. Das lernt man sogar schon im Kindergarten. Hunter. In den Schock. Armee sein. Wie haben wir es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Suchen wir weiter. Ich will vor Sonnenuntergang fertig sein. Hast du was gehört? Pass bloß auf. Ja, immer habt ihr Pistolenmunition, das gefällt mir. Es lief jetzt gerade ein bisschen aus dem Ruder, aber das passt. Dann habe ich sie mit der Flasche ein bisschen ablenken können. Weil jetzt keine Riesengefahr war, ne? Die haben gerade über uns gesprochen. Er hat doch gesagt, wie konnten sie da drüben ausschalten. Das muss eine verdammte Armee sein. Genau, die Ein-Mann- und Half-Girl-Armee, Joel und Ellie. Okay, steht ein Panzer. Nett. Da ist die Brücke. Sehr gut. Ah, da ist noch was zum Essen. Wasserspeier. Da kommen wir nicht rein. Dann geht's wohl da unten weiter. So ist ein ekliger Point of No Return. Ja, gut, dass da was zum Essen gab. Dahinter. Oder davor. Ja, wäre doch da runtergekommen. Naja, egal. Dawn of the Wolf, Part 2. Ich will nichts sagen, aber Joel, du schaust ihm schon ein bisschen ähnlich, ne? Coming soon. Mhm. Bin ja gespannt, ob der noch rauskommt. Ich habe von der Crew im Osten gehört. Wir haben nichts. Was ist denn der Mann?
So, ein bisschen vorsichtig sein. Sind hier und da ein paar Sprengfallen. Wenn die uns hören. Ja, dann ist der Hannes los, du. Lass mal gucken. Wir können hier was fertigen? Genauso wie hier. So. Alles aufgebaut, was wir so haben können, brauchen. Die hat gerade irgendwas gesagt. Ich habe leider nicht gehört, was. Hey, wusstet ihr, dass sie den Typen und das Mädchen haben? Ja, die im Truck waren. Joe, im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ich weiß. Und sonst regt die Idee auch schon so wie Joel. Ich würde mich da bloß ein bisschen. Ja. Beischleichen. Deckung. Sogar zwei. Hier sind auch noch welche. Die, sag ich mal, sind aber eher uninteressant. Oh, interessant. So, da schnell um die Ecke geht, den erwischt's. Eigentlich wollte ich mich gerade da vorbeischleichen. Ah, dann schleiche ich mich halt anders zu euch durch. Uhuhuhu. Ach nö. Brennabschluss! Ich werde dich abwackeln! Ich werde dich abwackeln! Komm raus! Und deck deine Schwarz! Tja. Das war jetzt ein bisschen doof. Ich wusste nicht, dass der Typ da gleich neben dran steht, beziehungsweise dass er ihn gleich sieht. Weil mich gleich sieht, aber okay. Ach. Hat wieder ein bisschen Alkohol dabei. Ja. Verdammt! Hast du das gesehen? Das möchte ich gar nicht gesehen haben. Mobangriff-Notiz. 10. Oktober. Ich sah gerade, wie ein Mob Captain Mastros und den Rest des Trupps Medizin übergoss und bei lebendigem Leib verbrannte. Die Tiere feiten das sogar. Ein alter Sack hat sich beschwert, das sei Zielverschwendung. Es waren einfach zu viele, ich konnte nur fliehen. Aber ich erinnere mich an alle Gesichter. Ich konnte jeden einzeln jagen und zur Strecke bringen. Hey, was hast du für einen Stress? Das ist bestimmt keine alte Hutschnur mehr. Ja, das ist auch nur ein Eiehol. Okay, da können wir nicht hoch. Dann da drüben. Können wir auch nicht hoch. Ja, die Musik ist so richtig eklig im Hintergrund. Oh, ist sie eklig. Weiß. Na gut. Du willst also die Haare. Scheiße. Scheiße, war das geil. Voll erwischt. Nice, ja, treffen. Ja.
Ich sollte vielleicht besser treffen. Mein Gott. Oh Mann. Ertragen und überleben. Was? Ach ja, diese Comic-Geschichte. Mein Gott, war das gerade schlecht. War das gerade schlecht von mir. Sorry dafür. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Drüben kommen wir weiter. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Truck-Notiz. Lesen. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen oder vielmehr das, was davon übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzern fahren. Die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Wir konnten ihn reparieren, inklusive ein Kaliber 50 Geschützes. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich noch jemand mit uns anlegt. Oh ja. Ist nichts von Joel und der Ellie gehört. Was ist hier drin? Dann machen wir das Messer mal auf. Na bitte. Oh ja. Oh ja, das ist ja die ganze Schatzgrube hier. Schatzkammer. Fundgrube, Schatzkammer. Alle dasselbe. Was Gutes zum Essen, sehr schön. Patronen. Sehr gut. So, jetzt können wir uns mal da drüben noch umschauen. Ansonsten haben wir uns ja jetzt überall angeschaut, ne? Die da oben haben wir, die haben wir gehabt, genau. Lost Cross 3. Okay. Hey, hilf mir hoch! Okay. Auf mit dir, Ellie! Bitte. Sehr gut. Warum können wir den Panzer nicht fahren? Dann wären wir schnell durch in dem Spiel. Wir sind fast da. Aber auch nur fast. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Militärvorbereitungsschule oder sowas. Militärvorbereitungsschule. Ha, mich gut. Ja, ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl aus den Kindern geworden ist? Dieses Haus ist schon lange verlassen. Die Kinder sind erwachsen. Sie sind also Hunter und wollen uns töten? Oder sie sind tot? Oder sind geflohen. Aber du glaubst das nicht. Ich glaube, wir müssen aus der Stadt raus. Los. Dann auf. Raus aus dem Laden hier. Überall die Dawn of the Wolf Plakate. Cortez Kamera. Okay. Da ist noch ein... Die Poster sind überall. Ich hab den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Deine Tochter, Joe, deine Tochter. Sieht noch ein bisschen Scheren rum. Nehmen wir doch noch mit. Dann nochmal 35 Dinger. Möchte mal wieder sparen. Was ist da noch ein paar?
Treppe durch die Gasse. Oh, der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Ist okay. Wann machst du mehr? Warum? Ja, klar bist du. Mann, ich hab deinen Arsch vor dem Flicker gerettet. Bacon. Lecker Bacon, so. Der steht so weit draußen. Dann können wir die alle generell hier mal anlocken. Ja, können wir. Nicht alle, aber ein paar. Was war das? Das war da drüben. Ja, was zum Teufel war das? Hey, hast du das gehört? Oh ja, ich hab definitiv etwas gehört. So ein paar Schaus eine Pfeile, das ist ganz gut. Deine Art Geschütztor, bleib unten! Ausgetrickst. Hoffentlich. Hoffentlich. Oh, Scheiße! Aua. Weg. Dafür wirst du bezahlen. Nein. Oh Mann. Geht's aber ab, du. Oh Mann. Okay.
Danke, Ellie. Und weiter. Da kommt jetzt noch einer. Ich höre dich nicht, Ellie. Tut mir leid. Okay, da scheint es dann weiter zu gehen. Schauen wir uns erstmal hier um. Danke. So, jetzt. Irgendwas hat gerade geklingelt im Spiel. Hm. Ach, geh weg, genau. Hab Angst. Brav. Ich glaube, sie sind weg. Hallo. Jetzt. Noch irgendwo was? Aber wir kommen noch drüber. Ja, dann gehen wir halt da wieder zurück. Okay. Es war heute wieder eine etwas spannendere Folge. Die Musik hat sich auch beruhigt. Und mein Puls beruhigt sich jetzt auch. Ja, die Musik beruhigt sich trotzdem nicht. Okay, in diesem kleinen Apartment würde ich sagen, machen wir das nächste Mal weiter. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann lass doch einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es was sagen gibt. Und natürlich ein Abo, wenn du nichts mehr verpassen willst. Und würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Hau rein, bis dahin, servus und fitti. Und vergiss die Glocke nicht.